Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen Overwatch-Video. Wie immer komplett ungeschnitten, wie die letzten zwei Male auch komplett ungeschnitten. Wir haben uns ja so darauf geeinigt, dass es für euch einfach besser ist, um es nachvollziehen zu können, wie meine Entscheidung zustande kam, damit ihr auch einfach selbst so ein bisschen besser mitmachen könnt. Und es ist für mich natürlich viel, viel, viel gemütlicher, weil ich mir weniger Stress mache oder machen muss. Wenn ich was Geschnittenes mache, dann spreche ich, wenn ich irgendwas nicht so gemacht habe, wie mir das gefällt, oder wie ich es gerne gemacht hätte, dann spreche ich es meistens neu ein und habe dann später im Schneiden eben noch viel mehr zu tun. Und so ist es einfach nur ein Flow. Ein Flow. Auch die Fehler werden lustig mit eingefahren. Ganz easy. Mit Absicht. Nun ja, wir schauen mal. Also, ab und mit, es sind noch zwei, ich habe jetzt nicht großartig drauf geachtet, aber ab jetzt werde ich achten, was passiert. Es war zumindest in den Schüssen, die er hatte, noch nichts Aim-mäßiges zu sehen, würde ich sagen. Der letzte ist oben bei T-Side. Er aimt hier voll heftig ab, obwohl er eigentlich hört, dass da hinten jemand schießt. Ein bisschen, also einfach nur... Naja. Okay. One-on-one. Den hat er gehört. Ich muss aber mein Headset lauter machen. Shit. Ich hab's ultra leise. Ich Grasdackel, weißt du, ich höre nichts. Ich glaube, den hat man steppen gehört auf jeden Fall, ne? Guck mal, er ist auch noch ziemlich akribisch am Schauen. Obwohl er... Ja, er hat auch... Okay, okay. Das Up-Aim macht er ganz gut. Ich überlege gerade, ob er nicht hätte weiter up-aimen können, weiter auf den Spot. Oder ob ich in der Situation auch erstmal nur sehr close abgeaimt hätte. Da würde ich ihm mit vielleicht, also Warlhack, aber nur vielleicht. Ich bin noch überhaupt nicht sicher. Ich habe gesehen, dass, oder ich wurde angeschrieben von Real Knife CSGO, da wo ich das Knife habe, ihr wisst schon, cha-ching, dudes, dass ihr eingekauft habt. Ihr habt schon ein Knife, also einer von euch hat ein Knife gekauft. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr da einfach hingeht und was kauft. Echt edel. Riesen Dank dafür. Also auch von der Seite natürlich, aber auch von mir, weil ich da ein bisschen Provision abbekomme, wisst ihr ja. Der Link ist auch nach wie vor unter jedem Video drunter, also der Real Knife CSGO Link. Der ist verpartnert mit der Seite. Und ja, das hat mich einfach voll gefreut. Ich habe das Video gemacht vorgestern. Also, okay, jetzt kommt die Abfolge der Videos etwas durcheinander, weil dieses Video in ein paar Tagen online geht. Also, das wird euch jetzt merkwürdig vorkommen. Letzte Woche habe ich das Video erst gemacht, um es jetzt passend für euch zu sagen. Und schon hat er gekauft. Es ist jetzt gerade Samstag, glaube ich. Heute ist Samstag, genau. Edel, vielen Dank dafür. Däumchen nach oben. Im Merch habt ihr auch ein bisschen gekauft. Double-Däumchen nach oben. Ich muss noch weitere Merch-Artikel hinzufügen. Ich muss noch weitere Merch-Artikel hinzufügen. Die Auswahl ist zwar jetzt schon recht groß, finde ich, aber wir können sie noch viel, viel größer machen. Unter anderem kommt dann auch bald dieses offizielle, warum bist du kein Prime? T-Shirt, Hoodie, Tasse, alles Mögliche. Das wird eine ziemlich coole Sache, auf jeden Fall. Habt ihr jetzt schon was entdecken können? Shit, ich habe noch nicht so wirklich, kann ich am Wallhack festhalten bis jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Er geht dahin, über das Longhouse kommt eine Smoke oder was es war. Ich glaube, es war eine Smoke. Man hat die Steps, glaube ich, schon gehört und er geht drauf zu und flasht. Ich dachte erst, er flasht jetzt die Doors rein. Er hat auch nach unten geschaut, aber dann hat er sich nach für oben entschieden, oder? So war es doch. Er war nicht direkt oben, oder doch? Schade, ich kann nicht zurückspulen, wisst ihr ja. Hat er da vielleicht gesehen, dass der T jetzt doch nicht hier reingegangen ist? Und vor allem, was macht er mit Mask? Schleicht er jetzt gerade? Ja. Eben macht er noch voll einen auf Push, also Flash drüber und zack, zack. Und dann ist auf einmal so schnell. Na, ich will aber trotzdem, ich will ihm noch nichts unterstellen. Also wenn überhaupt, gehe ich so ein bisschen in Richtung Warlock. Oh! Ich will ihm nichts unterstellen. Hat er das gerade eben... Ja, okay, Warlock. Okay, was macht er denn jetzt? Warum zeigt er uns... ich bin mir nicht sicher, aber... Was macht er denn jetzt? Warum macht er das jetzt so ultra obvious? Das wundert mich jetzt. Er hat vorhin die ganze... Also, oder hat er ihn eben erst zugeschaltet? Er stand mit der AWP, glaube ich, 3 Sekunden am Spawn oder so. Gut, also er hat Wallhack. Zu 100% hat er einen Wallhack. Das ist doch ein dreckiger Gauner. Oh Mann, ey. Da lag ich da mit meiner Vermutung. Gar nicht mal so schlecht. Guck mal. Er stand... Wurde er eben auch durch die Tor gefickt?
Ist das ja gerade ein Cheater-Krieg oder was? Ich hab da jetzt noch einen Wallhacker dabei. Der war doch oben mit der AK gestanden, hat ihn durch die Tür geknallt, oder? Pass auf, vielleicht hat er ihn jetzt ausgeschaltet. Der ist kurz gestanden. Ich nehme an, er hat ihn jetzt ausgemacht. Nee, nee, nicht mehr. Okay. Ich glaube, er hat einen Wallhacker im Gegnerteam. Oh! War das geaimt? Das war doch ein Aimer! Was ist denn hier los? Auf einmal entwickelt sich dieses Overwatch hier ultramäßig zum Hardcore-Cheater-Match. Ich bin mir sicher, dass es hier gerade Cheater gegen Cheater ist, ne? Okay. Das ist natürlich auch optimal. Titel-Thumbnail steht jetzt schon fest. Cheater gegen Cheater. Kinder-Wallhack. Knife-Giveaway-Titties. Alles. Wird alles so im Titel und in der Thumbnail vertreten sein. Nee, jetzt mal im Ernst. Dieser AK-Kill kam durch die Doors, oder? Wenn ich zurückspulen könnte, würde ich es machen. Aber es geht nicht. Er guckt den jetzt zu, wie sie über Short gehen. Schaut einfach ins Nichts. Okay, vielleicht hat er auch eben irgendwas noch umgestellt. Also ich drücke ihm, glaube ich, sogar noch einen Aimer dazu. Dieser eine Headshot war schon krass, oder? Oder war das ein Lucky Spray? Was hat er da für eine Waffe gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Gut, Wallhack reicht ja. Ich denke, also jeder andere Overwatcher wird ihm einen Wallhack drücken und er verliert. Er hat einen Bann. Also er hat dann zu 100% einen Forever-Bann. Das heißt, das ist eh egal. Also er hat den Wack-Bann sicher, so. Da muss ich das Aim nicht zwingend dazu drücken. Aber ich meine, es war gerade eben ein Aimer noch da im Spiel. Gerade dieser eine... Ach komm. Mr. Wallhack hat das nicht kommen sehen? Lächerlich. Schon vorbei? Wie lebe ich ihn auf? 7 Minuten? What the fuck? Ich muss euch gleich noch einen kleinen Reim oder sowas bringen. ja, ich mache jetzt nur Vision Assist Aim, lasse ich weg. Auch wenn Aim vielleicht drin war. Aber der Wallhack wird vollkommen ausreichen. Also er wird zu 100% gebannt. Dieser Herr oder diese Dame. Ich habe jetzt nicht aufs Alter geguckt. Normalerweise kann ich sowas ja sehen, wie alt jemand ist. Was für einem Geschlecht er anhört. Angehört. Und manchmal auch die Kleidung. Aber das, ich habe jetzt da nicht drauf geachtet. Weißt? So, Vision Assist. Okay, läuft. Ein recht kurzes Opfer, aber er hat es verdient. Er hat es auf jeden Fall verdient. Im Moment läuft ein Giveaway. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, es läuft gerade ein Giveaway. Es gehen 5 Skins raus und zwar, oder unter anderem eben eine USPS Cyrex in Factory New und dann noch 4 andere Pistol Skins. Ich habe so ein 5 Skin Giveaway Only Pistols angereiert und dachte mir, da freut ihr euch, wenn ich die Giveaways vielleicht in Zukunft öfter mal so themenorientiert oder basiert mache, dass es nur Pistols gibt, nur AWPs, nur M4s oder so oder eben lustige Mischungen und nicht komplett, sonst mische ich ja immer alles Mögliche rein, bis auf Knives. Aber ja, und ein Knife Giveaway kommt auch bald, vergesst das nicht. Also, das, Skin Giveaway, seht ihr, das ist vor 4 oder 5 Tagen kam das. Am 30. ging es online. Für mich geht es noch online. Morgen am Sonntag geht es online. Da könnt ihr ja dann noch mitmachen, falls ihr noch nicht mitgemacht habt. Ja. Okay, dann war es das schon soweit. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mein Auge war wieder trocken, scheiße. Ah!